Die heutige 16. Etappe in diesem Giro d'Italia sollte eigentlich so etwas werden wie die Königsetappe mit mehr als 5.500 Höhenmetern und dem Cima Coppi, also dem höchsten Berg dieser Rundfahrt. Allerdings machte das Wetter mit starkem Regen und kalten Temperaturen einen dicken fetten Strich durch diese Rechnung und nach einigen Diskussionen wurde dann entschieden, die Etappe zu entschärfen. 153 Kilometer blieben dann übrig und der Passo Fedaia sowie auch der Passo Pordoi wurden aus dem Programm genommen. Der Passo Giau war nun der Cima Coppi und angesichts der Bilder vom Start konnte man sich eigentlich kaum vorstellen, dass einige Jungs gesagt hätten, ach, eigentlich wären wir gern die komplette Etappe gefahren. 153 Rennfahrer waren dann noch gestartet und 6 von ihnen lagen nach rund 100 Kilometern im Rennen noch an der Spitze in einer Gruppe. Das Feld wurde angeführt von EF Education Nippo und dem Team Ineos und in der Abfahrt vor dem Passo Giau hätte es dann fast einen schweren Sturz gegeben von Gorka Izagirre, der hatte sich nämlich mit Pedrero etwas abgesetzt von den Kontrahenten und fuhr da eine absolute Kampflinie. Im Anstieg wurde dann Pedrero von Formolo und Nibali eingeholt und hinten bei den Favoriten, da ging jetzt richtig die Post ab. Tafi war noch vorne, Bernal mit Martinez, Ciccone, Bardet und Caruso und dahinter Vlasov und Yates schon mit einer Lücke, sie sollten heute Zeit verlieren. Genau das Gegenteil, also Zeit gut machen, wollte heute einmal mehr Egan Bernal. Der setzte sich an die Gruppe der Favoriten und erhöhte dann das Tempo so sehr, dass ihm bald keiner mehr folgen konnte. Er überholte auch die Reste der ehemaligen Spitzengruppe und war dann der Führende im Rennen, als es in Richtung Cima Coppi ging. Er holte sich also die Bergwertung am Passo Giau, sackte 50 Punkte ein und machte sich dann auf den Weg in Richtung Cortina d'Ampezzo. Allerdings, die Abfahrt war nass, die Abfahrt war gefährlich und der Kolumbianer ging so wenig Risiko wie möglich. Er bremste lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, denn er wusste ja, es hatte bei diesem Giro d'Italia schon so viele Stürze von Favoriten gegeben. In diese Reihe wollte er sich nicht auch noch stellen. Er kommt also unbeschadet in Cortina d'Ampezzo an, hat immer noch 30 Sekunden Vorsprung und damit blieb ihm genügend Zeit, um sogar noch seine Regenjacke auszuziehen. Das ist ja auch eine Frage der Ehre und eine Frage des Respekts gegenüber dem Veranstalter und den Fans. Er macht es also wahr, er zeigt sein rosanes Trikot nochmal für alle und holt sich den 2. Etappensieg bei diesem Giro d'Italia und baut damit natürlich auch seine Führung in der Gesamtwertung aus. Hinter ihm kommt dann als nächste Gruppe Bardet und Caruso ins Ziel. Auch die beiden haben sich wirklich extrem gut mit diesen widrigen Bedingungen von heute auseinandergesetzt. Ihr Rückstand liegt bei ungefähr 26 Sekunden und damit sollten sich die beiden in der Gesamtwertung nicht unbedingt verschlechtern. Die nächste Gruppe dann mit Ciccone, mit Carthy und mit Almeida, der ja auch Teil der ehemaligen Spitzengruppe war. Also auch hier eher gut als schlecht und weniger gut lief es wirklich bei Yates. Der verliert 2 Minuten und 36 Sekunden und gibt damit seinen 2. Platz in der Gesamtwertung erst einmal ab. Egan Bernal heute macht wieder einmal alles richtig, zeigt seine Stärke und gewinnt diese 16. Etappe. Bardet wird 2. vor Caruso, dann Ciccone, Carthy, Almeida, Vlasov auf der 7 vor Izagirre und Formolo und Tobias Voss, der junge Norweger für das Team Jumbo-Visma, wird heute noch einmal starker 10. Egan Bernal darf also weiterhin fleißig Autogramme geben. Morgen ist ja der Ruhetag, da wird er sicherlich einige davon verteilen dürfen. Und sein Vorsprung in der Gesamtwertung ist jetzt schon bei 2,24 und Caruso ist neuer 2. Carthy ist 3. mit 3,40, vor Vlasov mit 4,18. Yates ist jetzt nur noch 5. Vorher war er ja 2. 4 Minuten 20 sein Rückstand und dann Ciccone, Bardet, Martinez, Voss und Almeida. Am morgigen Dienstag also gibt es dann den nächsten Ruhetag. Es ist der 2. in diesem Giro und die Rennfahrer haben ihn sich auf jeden Fall redlich verdient. Nach der Kälte, nach den Höhenmetern und nach dem vielen Regen der letzten Tage wird es Zeit, die Beine einmal etwas aufzulockern. Aber zu sehr hängen lassen sollte man sie natürlich nicht, denn die 17. Etappe, die geht gleich wieder so richtig in die Vollen. 193 Kilometer nach Sega Diala und es gibt die nächste Bergankunft. Den Zielstrich finden wir dann auf 1246 Metern Höhe. Somit bleiben uns also noch 5 Etappen hier bei diesem Giro d'Italia übrig, aber es bleiben auch einige Fragen. Wer wird denn nun am Ende auf dem Podium stehen? Fällt die Entscheidung in den Bergen oder müssen wir wieder auf das Schlusszeitfahren warten? Fragen über Fragen und wenn ihr die Antworten wissen wollt, dann schaltet auch nach dem Ruhetag wieder ein, hier bei GCN und Eurosport.